Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es darum, und zwar um die Logitech MX Master 2S und ob sich so eine teure Maus überhaupt lohnt, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Logitech war so freundlich und hat mir die Maus zum Testen zur Verfügung gestellt. Meine Meinung wird das allerdings nicht ändern und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Test. Äußerlich hat sich die Maus zum Vorgänger nicht verändert. Die Maus ist ergonomisch geformt und liegt super gut und bequem in der Hand. Und das auch noch nach einigen Stunden. Und das ist für mich auch einer der wichtigsten Punkte einer guten Maus. Die Oberfläche ist leicht gummiert und hat diesen coolen Kachellook. Allerdings muss ich eine kleine Warnung aussprechen, was die weiße Version angeht, denn diese ist bei mir leicht vergilbt und auch andere Leute scheinen damit ein Problem zu haben. Greift also eher zur schwarzen oder blauen Variante. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, ist die Maus kabellos und wird hier über einen Micro-USB-Anschluss geladen. Hier hätte ich mir USB-C gewünscht, da es einfach viel aktueller ist. Laut Logitech hält die Maus 70 Tage, wobei das natürlich auch von der Nutzung abhängt. Aber selbst wenn ihr die viel benutzt, die ist innerhalb von, ich sag mal, einer Stunde oder anderthalb Stunden wieder aufgeladen. Das ist doch sehr, sehr schnell. Und wie viel Akku die Maus noch hat, seht ihr an der Seite mit den drei LEDs. Eine große Besonderheit ist das Scrollrad, denn mit diesem könnt ihr sowohl präzise scrollen, da ein gewisser Widerstand vorhanden ist. Wenn ihr dieses aber schnell bewegt, scrollt es ohne Widerstand. Eine wirklich tolle Funktion, die es ermöglicht, sich mal schnell durch Dokumente oder Webseiten zu scrollen. Mit der Taste unter dem Scrollrad könnt ihr zwischen dem Einrastmodus und dem Freilaufmodus wechseln. Die großen Maustasten haben einen angenehmen Druckpunkt, sind für meinen Geschmack aber etwas zu laut. Auf der linken Seite befinden sich noch zwei zusätzliche Tasten. Die obere ist teilweise etwas schwer zu treffen, da diese recht klein geraten ist. Allerdings könnt ihr die Tasten frei belegen. So habe ich mir für Premiere ein eigenes Tastenlayout angelegt und die Plus- und Minustasten der Tastatur auf die beiden Tasten an der Seite gelegt. Hierdurch kann ich die Timeline vergrößern und verkleinern. Das zusätzliche Scrollrad kann zum Beispiel benutzt werden, um zwischen Programmen zu wechseln oder in Premiere versteckte Spuren aufzudecken. Doch das war noch nicht alles. Unter dieser Oberfläche befindet sich noch eine Taste, die verschiedene Befehle ausführt, je nachdem, in welche Richtung ihr gerade die Maus bewegt. In der Software könnt ihr dann verschiedene Presets auswählen. Ich benutze das Fenster anordnen Preset, um schnell einzelne Fenster zu positionieren. Ziemlich coole Sache, die ich so noch nirgendwo anders gesehen habe. Der verbaute Sensor funktioniert fehlerfrei auf allen getesteten Flächen, sogar auf Glas. Eine Latenz konnte ich nicht feststellen. In meiner gesamten Testphase von 3 Wochen hatte ich zweimal das Problem, dass die Maus kleinere Aussetzer hatte. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich konnte es auch nicht mehr reproduzieren. Dennoch wollte ich das nochmal kurz hier erwähnen. Und kommen wir jetzt zu dem Punkt, worin sich die MX Master 2S vom Vorgänger unterscheidet. Und zwar ist es die Funktion, dass ihr im Grunde mehrere Geräte mit einer Maus gleichzeitig betreiben könnt. Das heißt, ihr könnt die Bildschirme wechseln mit einer Maus, ihr könnt auch Dateien kopieren und das ist definitiv eine coole Sache, wofür man sonst ein extra Programm gebraucht hätte, wobei man natürlich hier auch die Logitech Software benötigt, aber nicht nochmal ein extra Programm wie Synergy oder sowas kaufen muss. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich das leider nicht testen konnte. Alles in allem ist die MX Master 2S die beste Maus, die ich bisher benutzt habe. Sie liegt sehr, sehr gut in der Hand, hat viele tolle Funktionen, die mir bei der Arbeit auf jeden Fall helfen. Ein paar Nachteile, wie gesagt, dass die gelbe Version vergilbt, dass die Tasten relativ laut klicken und dass wir hier vorne kein USB-C verbaut haben. Aber ansonsten muss ich sagen, eine tolle Maus für leider relativ viel Geld. 110 Euro, muss ich sagen, sind schon ziemlich teuer, UVP in dem Fall. Die kriegt man auch schon für 83 Euro so um den Dreh. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, der kann sich mal die MX Master ansehen, quasi der Vorgänger davon. Die kostet ein bisschen weniger, hat dieses Flow-Feature allerdings nicht. Also wer das nicht braucht, kann da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit diesem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Klickt hier den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr auch wirklich keine Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.